Jetzt geht das wieder los. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Jinchan. Mein Name ist Jana und heute geht uns ein Licht auf. Neben Kekse backen und Geschenke Online-Shopping muss man sich natürlich etwas festlich zu Hause machen, sonst ist die Weihnachtsstimmung dies Jahr etwas zugedrückt. Und deswegen basteln wir uns einen leuchtenden Haarreif, der etwas Licht in diese dunkle Jahreszeit bringt. Das ist ein kleines, schönes Projekt, das ihr gerne mit euren Kindern machen könnt oder fragt eure Eltern, wenn ihr nicht alt genug seid, denn wir brauchen hauptsächlich eine Heißklebepistole. Deswegen schön vorsichtig sein. So, bereit? Dann lasst uns strahlen! So, für unseren Leuchterhaarreif brauchen wir natürlich erstmal einen Haarreif. Dann was zum Leuchten natürlich. Ich habe hier eine 10er LED-Lichterkette mit Batteriefach. Testet sie vorher, sonst ärgert ihr euch. Ich habe hier ein bisschen Füllwatte für Schnee. Selbstgemachte kleine Schleifen, die ich von meiner alten runtergenommen habe, von meinem alten Haarreif. Selbstgemachte kleine Zuckerstangen aus Fimo. Paar Kugeln und natürlich die Heißklebepistole. Peng, peng, peng. Sucht euch eine passende Stelle auf eurem Haarreif, wo ihr das Batteriefach ankleben wollt. Beim Ankleben des Batteriefachs passt bitte auf, dass ihr hinten die Klappe nicht mit zuklebt, sonst könnt ihr später keine Batterien mehr wechseln und das wäre ja schade. Ich habe das Batteriefach jetzt so ein wenig schräg aufgesetzt, weil ich da später die Schleife drauf kleben will und ich mag das, wenn die so ein bisschen schräg auf dem Kopf sitzt. Das sieht dann niedlicher aus. An den Seiten könnt ihr dann noch ein wenig Heißklebemasse drunter spritzen. Das ist dann wie ein Keil. Das hält dann ganz gut. Jetzt fangen wir schon mal an, so ein bisschen den Haarreif zu verstecken. Dazu nehme ich mal ganz gerne diese Füllwatte, damit man, ja wie gesagt, den Haarreif und später das Batteriefach nicht mehr so sehr sieht. Und außerdem haben wir draußen keinen Schnee, also simulieren wir uns welchen. Und da kommt auch schon die erste Schleife. Und damit verstecke ich jetzt mein Batteriefach komplett. Weil eine Schleife allein zu traurig aussieht, klebe ich noch eine zweite drauf. Jetzt nehme ich mir die künstlichen Tannenzweige und stecke die schon mal so ein wenig vor, um zu sehen, wie ich sie am liebsten arrangieren möchte. Und dann klebe ich sie fest. Achtet darauf, dass eure LED-Lichterkette immer schön zur Seite wegliegt, nicht erst die aus Versehen mit einarbeitet. Das Batteriefach verstecke ich nach hinten weg provisorisch mit einem weiteren Tannenzweig. Den klebe ich einfach mit der Heißklebepistole auf die Klappe auf. Jetzt geht's schon ans Dekorieren. Ich fange an mit den Zuckerstangen und arbeite mich zu den Kugeln weiter vor. Das dauert jetzt eine Weile, deswegen machen wir das im Schnelldurchgang.
Im Prinzip bastelt man sich einfach ein Gesteck für den Kopf. Jetzt müssen wir noch die Lichter vernünftig anbringen. Und da fangen wir hinten an. Das erste Stück, das von unserem Batteriefach ausgeht, ist immer nur so ein Stückchen Kabel ohne Lichter. Das werden wir einfach so ein bisschen um die Zweige wickeln. Und das erste Licht fixieren wir an unserer Schleife, wenn ihr eine Schleife nehmt, mit ein wenig Heißklebepistole und zwar so, dass gerade noch so das Licht hinter der Schleife vorschaut. Alle anderen kleinen Lichter arrangieren wir jetzt genauso. Guckt immer vorher einmal nach, wie die Lichter dann aussehen. Macht euch auch gerne das Licht dabei an. Steckt es einmal vor und wenn es euch gefällt, dann klebt sie fest. Wenn alle Lichter fest sind, macht einmal auch ruhig mal das Licht aus und schaut euch genau an, ob auch alles richtig sitzt und ob ihr das so lassen wollt. Also ich bin mit meinem zufrieden und der bleibt so. Guck mal, der ist echt schön geworden. So wie ich ihn gern mag. Kleine Zuckerstangen, kleine Lichterchen, Schleifchen, kleine Kügelchen. Wunderbar! Natürlich könnt ihr auf euren Haarreifen draufkleben, was ihr wollt. Ihr könnt auch Deko benutzen, wie ihr wollt. Von mir aus knallt da ruhig Lametta drauf oder den Stern vom Christbaum. Vielleicht so eine fette Glocke oder Rudolfs Nase. Ist alles möglich. Alles, was ihr möchtet, könnt ihr da drauf machen. Hauptsache, er sieht für euch schön aus. Wie gesagt, ich trage mein Haarreif jedes Jahr und ich mag es einfach ganz gerne, wenn die Leute einfach nur mal so gucken, so was ist denn da los, und die meisten fangen an zu lächeln. Jetzt fehlt aber noch was für die Ohren. Nächstes Mal zeige ich euch, wie man diese Zuckerstangen herstellt und daraus kleine Ohrringe macht. Dann ist mein Weihnachtsoutfit komplett. Wenn euch der Quatsch hier auf meinem Kanal gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und reibt mein Glöckchen für mehr Videos. Habt eine schöne Adventszeit, bleibt gesund und bis dann. Winterzeit-Tee, gibt nichts Besseres. Vielleicht ein Glühwein.